Sorry für den kleinen Hänger, aber ihr wisst ja, warum. Ja, wie gesagt, es war, glaube ich, ganz, ganz kurz so ein komischer Empfang, sage ich jetzt mal. Also diese Striche. 2 Sekunden. Wahrscheinlich werden wir das, das Spiel auch noch ein bisschen darüber sprechen in der 9. Folge von Euro Truck Simulator 2. Nehmen wir nämlich gleich danach auf. Und ja, da wird das Spiel bestimmt auch Gesprächsthema sein, oder? Ja. Oh. Renn. Hau ab. Hau da bloß ab von der Fort. Ach so, dieses. Bist du? Ich dachte, du bist da im Spiel. Wie ist der eigentlich vor mich gekommen? Der war hinter dir. Du hast dich umgedreht. Ja, du hast dich umgedreht. Du bist gelaufen, dann kam da so ein Ton, da hast du dich irgendwie nach links gedreht und da war er dann. Ist auch unlogisch, wenn er dich irgendwie überholen könnte. Hat das jemand? Schreibt auch mal. Wir werden wahrscheinlich auch den Download-Link. Ja, werden wir. Da könnt ihr ja mal euer Ergebnis als Kommentar schreiben. Videoantwort könnt ihr auch gerne machen. Ja, Videoantwort. Ihr müsst nichts dazu sprechen, einfach mal Videoantwort. Ohne Gespräch oder ohne Sprache. Einfach mal einstellen oder als halt normales Kommentar schreiben, wie ihr abgeschnitten habt. Okay, ja, so ein normales Kommentar würde auch reichen. Wir wollen einfach wissen, wie viele Seiten ihr gefunden habt. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der alle 8 Seiten gefunden hat und der möchte gerne wissen, wie es danach weitergeht. Level 2. Ich kenne einen, der 6 Seiten gefunden hat und das ist der Pro-Gamer der Welt. Aha. Vielleicht findest du auch 6 Seiten. Wer weiß. Wir könnten ja mal einen Zeitraffer erstellen, solange bis du eine Seite findest. Aber es wäre blöd. Wenn ich 2 Stunden hier dann sitze, dann sollten wir Zeitraffer machen. Ja, irgendwann mit der Ecke. Ja, ich hab's nach 10 Minuten hier über meins wegschneiden würde, wäre die Folge trotzdem voll in Übergröße, ey. Mann. Ja, irgendwie schon, aber du solltest vielleicht die 8 Seiten, die restlichen 6 Seiten noch finden. Das wäre von Nutzen. Ja, trau dich doch mal in den Wald rein, denn ich glaube, so mehr geradeaus zu lassen. Da ist gar kein Zaun. Ja, irgendwann, aber wenn wir weiter. Ich glaube, da steht was, oder? Ich will mal kurz ganz kurz. Oh. Da ist ein Zaun. Ich hab irgendwie, oder kommt so ein Baum, der mich an Harry Potter erinnert. Da könnte eine Seite sein. Ich glaube, es ist gar kein Baum. Von hier, was ist denn das? Wenn ich sehe, sieht aus wie ein Baum, aber ja, es ist einer. Von da hinten sehe ich das nicht. Ich sitze ja 30 Meter von Tobi entfernt. Ich muss immer zu ihm sprinten, wenn er was sagen will. Ich lauf einfach mal um den Baum durch. Vielleicht war ja oben, ich war ja was oben drüber. Ich denke mal schon, dass in jedem Teil irgendwas ist, weil wo stellen sie dann hin? Abgesehen vom Bäumen. Ich habe auf den Baum geschaut und ich habe nichts. Vielleicht war es auch oben drüber. Naja. Nein. Das ist auch so. Da solltest du dich ja, da war ich auch schon. Solltest du dich beeilen, weil der Typ da ist direkt hinter dir.
Da kannst du nicht rein, das habe ich schon probiert. Damals, nur so als Tipp. Ja, da haben sie mich umgedreht und bin ich gestorben. Für Safe No irgendwas. Ah! Du Scheiße. Hast du gerade gesehen? Wieder so wie die Maus berührt, weil ich dachte gerade, der wäre explodiert oder so, der Typ. Also, das war nicht nur ich, der die Maus hier so gerade so viel bewegt hat. Irgendwie ist es automatisch, dass sie bewegt. Achso. Oh nee, da ist schon wieder das Haus. Ah. Dann kommt Tobi, trau dich irgendwie rein. Kein Live, trau dich. Oh, er traut sich, ein ganz mutiger Junge. Einfach geradeaus durchlaufen. Ja, da sollte eigentlich mindestens eine selbst schon drinne sein. Aber es wäre jetzt unglücklich, wenn das Länder direkt da stehen würde. Es wäre nämlich ziemlich unglücklich, wie der da so schnell reinkommt. Oh, jetzt bist du am Arsch. Jetzt bist du am Arsch. Doch, ich wette, dass er da steht. Ich finde dich so artig bewegt. Boah, ich zitter hier schon. Es wird immer spannender. Ja, drei Seiten. Ja, wir schaffen ja hier so einen Rekord und wir sind schon wieder in den Öltanks. Vielleicht ist da ja noch eine Seite. Da war gar keine, oder? Doch. Doch, da war eine. Doch. Da war definitiv eine. Ja, stimmt. Die erste Seite war ja ein komischer Baum. Also, diese Steine da. Aber hier könnte ja was sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer dunkler, oder? Ich sehe von hier gerade gar nichts mehr. Ui, ich möchte gerne wissen, wie lange wir jetzt schon brauchen. Wollen wir vielleicht mal kurz stoppen, solange bis du eine Seite gefunden hast oder in der Nähe davon bist? Nein, nein, nein. Oh, da waren wir auch schon, da hast du eine Seite schon gefunden. Lauf doch mal in den Wald rein. Weil da waren wir schon. Das weiß ich selbst noch. Warte. Nein, das ist kein Sound. Ist ja irgendwo ein Baum da unten, aber dieses Graslevel, was in den Optionen stand, ich glaube, damit meint die, fände ich nicht die Höhe vom Gras, weil es mir dann gemein, wenn ganz unten auf dem Blatt, ganz unten auf dem Boden ein Blatt stehen würde und dann das Gras zu groß wäre, das würde man gar nicht sehen, das wäre unfair. Und er ist wieder in der Nähe. Man denkt irgendwie, wenn man da hinten hinguckt, weil da Lücken von den Bäumen sind, dass da der Slender ist. So sieht es hinten aus, aber. Zum Glück ist er da nicht. Ich glaube, der Slender läuft immer nur im Wald lang. Und wir laufen normalerweise auf den Wegen lang. Schon voll unverhehlt. Ich muss 30 Minuten gesprächt auf Polen und du mit deinen circa 10 Minuten da. Also ich mit meinen 10 Minuten und er mit seinem Gesprächsstopp. Stopp. Gesprächsstopp. So. Ui, und da steht da irgendwo. Bam, jetzt bist du gleich am Arsch. Ja, irgendwie. Der muss hinter dir sein. Du hast die Taschenlampe irgendwie aus. Die Batterie ist leer. Deswegen wollte ich vorhin die Taschenlampe ausmachen, weil nämlich irgendwann mal die Batterie leer ist. Schön. Ich weiß nicht, ob die sich auflädt. Aber ich glaube nicht, weil das geht ja gar nicht. In echt lädt sich auch keine Taschenlampe auf. Aber jetzt, das Positive ist ja, der sieht dich nicht mehr so gut. Naja, aber im Spiel sollte das doch möglich sein, dass sich das auflädt. Nur man weiß nicht, wenn man jetzt drauf drückt, ob es an oder aus ist. Deswegen.
Quatsch. Der Tobias ist einfach 10 Meter geradeaus gelaufen. Mehr ist nicht passiert. Das wäre nämlich sehr schade, wenn genau da in dieser Sekunde er gestorben wäre, wo es weg war. Schaffen. Das sind jetzt schon die 30 Minuten. Also Tobi, 20 Minuten. Läufst du da schon verzweifelt lang? Oh, dann guck mal. Währenddessen können wir über die hessischen Ferien reden. Endlich sind Ferien. Genau. Aber darüber reden wir genauer im Eurotruck Simulator 2, wo ich dann wieder in der 9. Folge kommentieren werde, muss, kann, soll. Keine Ahnung. Sollten wir vielleicht. Ja. Ich weiß, ich wette, in diesem Tunnel, da war ein Blatt Papier. Ich weiß, ich wette es einfach. Aber das, oh, da ist der Tunnel sogar. Aber das Blöde ist jetzt, du siehst ja gar nichts. Das heißt, du weißt gar nicht, ob was ist. Aber da rechts ist doch Licht, oder? Da auf der rechten Seite. Da sieht man doch vor das Licht, oder siehst du es nur als Reflexion? Weil irgendwie, jetzt ist ja auch scheiße, wenn du keine Batterie, wenn du keine Taschenlampe machst, weil jetzt siehst du gar kein Licht, nicht voll. Weil jetzt siehst du gar kein Weil jetzt siehst du gar kein Blatt Papier mehr. Das ist jetzt auch schon Mobbing. Wie willst du jetzt fertig werden? Und da ist der Slender wieder. Was will der eigentlich von uns? Was will dieser Slender eigentlich von uns? Will er Geld? Ah, da ist er. Ja, das war unser schönes Let's Test. Wir haben insgesamt 4 von 16 Seiten insgesamt gefunden und ja. Danke für alle, die, wenn auch nicht lange, aber dass sie zugeschaut haben. Ja, und der Marcel will jetzt nochmal was sagen. Ich glaube, wir sollten zum Schluss auch nochmal die Credits machen, oder? Hä? Ja, wir schauen uns die Credits an und dabei sagen wir noch was. Ja, hier, der Hadley, ja. Im Januar kommt dann ein Let's Test von Landwirtschaftssimulator 2013. Freuen wir uns drauf. Ja. Wir beenden dieses Jahr mit diesem schaurigen Let's Test. Und ja. Dann nächstes Jahr starten wir richtig durch beim Let's Test. Wir hatten jetzt dieses Jahr nur ein Let's Test. Aber macht euch nichts draus. Genau. Und wir haben nämlich jetzt viel mehr Vorschläge für ein Let's Test. Das wir machen können, und da war es auch schon mit den Credits. Das heißt, hört euch nochmal den. Was? Na, das ist ein Internetlink. Also, und ja, noch zum Schluss. Hoffentlich sehen wir uns wieder im Eurotransporter 2, Rollercoaster Tycoon 3 oder bei Fußballmanager. Und der Tobi will noch was sagen. Ja, nochmal danke an alle. Das sind jetzt zwar nicht über eine Stunde, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ja. Wir wollen dann nämlich so Let's Tests versuchen, mindestens 20 Minuten zu machen. Die sollten schon länger als eine normale Let's Play Folge sein. Ja. Dieses Let's Test beendet dann ein schön erfolgreiches Jahr, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, für uns auch, wenn wir jetzt nicht so durchgestanden sind wie bei Titi oder so. Aber das wollen wir doch gar nicht. Dann im Jahr 2013 erwarten euch wieder schöne und schaurige und geile und schöne und schaurige und was auch immer. Let's Plays und Let's Test. Nächstes Jahr hoffentlich mit 12 Let's Tests und 12 Let's Play Serien. Ja, bis dahin verabschieden wir uns aber erstmal und wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Eure Jungs von Sidolping. Woo!